Interview und Analyse zum zweiten Rennen. Gerd Meyer, Start in den Renntag im zweiten Rennen. Gewinnen ist Bingo-Rennen. Großkampftag ist heute, Derby-Tag. Da muss man alles aufbieten, was man so gut wie alles, was man im Stall hat. Und mit Rebound hast du gleich einen heißen Sieganwärter bei der Hand, der starke Rennen gelaufen ist in den internationalen in Wales mit der Conny. Und für mich sieht dieses Rennen so passend aus wie zuletzt für Olena, ein ähnliches DGS. Ja, kann man jetzt schwer vergleichen, weil hier ist die Zulage ausschlaggebend und das Manko dabei ist, zweiter Linksdreher, ist natürlich nicht immer ein Vorteil, aber ich habe gehört, ein Teilnehmer ist nicht am Ablauf und deswegen erhöht sich die Chance, gut aus dem Band zu kommen. Ja, aber die Leistungen waren mehr als ordentlich, würde ich sich sogar bezeichnen. Zuletzt sogar in zweiter Spur ohne Führpferd in Wales. Die Leistung war ganz stark und auf die aufbauend, denke ich, sollte schon ein sehr, sehr heißer Sieganwärter sein. Ja, er hat die Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen, natürlich. Giuliano Bo hat die Möglichkeit genauso. Wobei ich denke, die 2100 Meter kommen eher Rebound zugute. Aber wie gesagt, man muss auch sehen, was die von vorne weg machen. Ja, grundsätzlich ist eine Chance zum Gewinnen da. Gewinnen ist Bingo-Rennen. Was haben Gerd Meyer und Erich Kubis heute gemeinsam? Boah, wahrscheinlich alle Profirennen zum Fahren. Das ist korrekt. Auftakt gleich mit Giuliano Bo. Wie wir wissen, schnell ins Rennen vonnöten, dann ist er zur Stelle. Vor allem in diesen Bewerben verkauft er sich immer sehr gut. Da passt er gut hinein. Aber es gibt natürlich einen starken Gegner. Ja, natürlich mit Rebound ist er ein starker Gegner, du wirst ja meinen, schätze mal tief. Aber ich denke schon, dass wir da ganz vorne dabei sind. Gepet O, ähnlicher Bewerb wie am 23.05., wo er Dritter war. So eine Platzierung ist auch heute möglich, sind aber doch starke Pferde von Zulagenband drinnen. Aber Gepet O, einen guten Tag, kann da durchaus mithalten. Ich merke, dass er immer besser wird und er hat sicherlich eine gute Chance, wenn er so geht, wie wo er der Dritte war. Ich habe ihm gerade ein Hit gegeben, hat mir auch sehr gut gefallen. Also der Bahn liegt ihm heute gut. Ja, ich bin optimistisch. Hubert Brandstätter, dein Auftakt in den Renntag im zweiten Rennen gewinnen ist Bingo-Rennen. Dandy Venus aus dem Band, wenn er da gut abläuft, hat er durchaus eine Chance, gut dabei zu sein, aber zum Gewinnen wird es schwer, das sind deutlich stärkere Pferde drin. Ja, auf 20 Meter sind ganz andere Pferde drin, wie du schon gesagt hast. Und ich muss erst einmal glatt aus dem Band bringen. Das glaube ich, das funktioniert jetzt schon relativ gut. Und wenn ich die Führung bekomme, fahre ich immer flott vorwärts. Und aber aus dem zweiten Band sind natürlich sehr Giuliano Bo drinnen, Rebound von Meyer, Gerd Schastler, Keben. Also das sind sehr Terrametro. Also ich glaube, wenn ich an die gut komme, fahre ich immer flott vorwärts. Und vielleicht bekomme ich ein kleines Geld ab.